Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen The Buzz-Video. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem neuen Video, das noch in der Early Access Phase 1. Ja, 0 ist in der Early Access Phase 1. Wir sind mittlerweile bei Update 1.9. Es ist nicht mehr in der Beta, sondern es wurde jetzt offiziell released. Und ich gehe mal durch ein paar Kleinigkeiten durch. Natürlich gab es jede Menge Bugfixes und so weiter und so fort. Es wurden alte KI-Fahrzeuge ausgetauscht. Das heißt, es gibt neue. Es gibt eine Break-Stop- und Depot-Logik, die wurde auch integriert. Berliner Palast wurde hinzugefügt und es wurden auch Tiergartentunnel hinzugefügt zwischen dem Bahnhof und Potsdamer Platz. Ebenso wurde ein neuer Bereich freigeschaltet zwischen Potsdamer Platz und Brandenburger Tor zum Erkunden. Und wie gesagt, jede Menge Fehlerkorrekturen. Und es gibt auch was Neues hier, die Nachrichten sind auch hinzugefügt worden. Heißt, hier werden wir wahrscheinlich auch häufiger aktualisiert über die ein oder andere Sache. Und ich würde sagen, wir fahren heute einfach mal mit dem MAN, ach, mit dem MAN, boah, mit dem Scania Citywide 18M, würde ich einfach mal sagen, ja, klar auf Berlin, auf realistisch, allerdings würde ich das gerne auf der TXL fahren. Ich bin mir nur noch... Okay, das Depot wurde mittlerweile hinzugefügt. Tatsächlich. Tatsächlich. Tatsache. Und ich würde sagen, wir fahren von der TXL die zweite Route. Einfach, dass wir mal zum Flughafen Tegel fahren. Wir haben den 4. Februar. Was? Okay. Den 4. Februar, ich würde sagen, wir starten einfach mal um 7.12 Uhr die Route, die Tour 10 der zweiten Route der TXL. Was? 7.12 Uhr bis 13.24 Uhr? Doesn't seem right. Oder fährt die Tour 10 der zweiten Route auf der Linie TXL einfach so? Bewölkt, Niederschlag. Ich würde sagen, wir machen einen Niederschlag. Was auch immer das für ein Niederschlag sein wird. Und wie gesagt, ich hoffe mal, es wird nicht ganz so laggig sein wie beim letzten Mal. Aber wir schauen einfach mal rein und starten. Schnee und sind beim Depot. Das Einzige, was ich vergessen habe noch aufzumachen, war der Taskmanager. Den habe ich jetzt auch offen. Warum muss es gerade gehupt hat? Ich habe keinen Controller aktiviert, aber es ist zumindest schon mal, man sieht auf jetzt die Controller-Tasten, scheinbar wurde das dann jetzt auch hinzugefügt. Betriebshaltestelle Alexanderplatz, 8 Kilometer. Hä? Die ist da. Also wir sollen dann erstmal hier 8 Kilometer fahren. Ne, war es 8 Kilometer, 8 Minuten? Doch, 8 Kilometer waren das. Wir fahren erstmal vom Betriebshof 8 Kilometer, bis wir die Station überhaupt erst anfahren. Und dann sind wir beim Flughafen Tegel. So, dann starten wir mal das Ganze. Das wollte ich nicht. Gab es nicht eine Tastenkombination? Ach egal, wir zoomen einfach rein. Startknopf, aktuelle Kursnummer 55. 173, genau. 55173. Beinahe schon wieder falsch gemacht. So, aktuell steht noch Betriebsfahrt dort. Allerdings fahren wir ja zum Flughafen Tegel. Wir starten erstmal mit dem Motor vom Scania. Die Ankunft ist im grünen Bereich, wunderbar. Abblendlicht. Die Klimaanlage schalten wir mal auch ein. Ich denke mal, im späteren Verlauf müssen wir auch dementsprechend das an die Passagiere anpassen.
Sprich, wenn sie meckern, dann müssen wir auch. Ich frage mich ja. Wir sind noch bei der Betriebsfahrt. Ändert sich das hier in dem Scania? Oder. Weil hier können wir das ja nicht einstellen. Im Dings konnten wir das ja. Oh, mit dem Gelenkbus. Wunderbar. Das wird ja ein Spaß. Jetzt dann noch. Kann man nochmal nach links gucken? Okay, nein. So, guck mal, blinken, okay. Wenn ich jetzt noch wüsste. Okay, wir müssen hier raus. Ich heißt, ich muss jetzt auch noch einberechnen, dass wir hinten ein bisschen länger sind und wir sind im Dunkeln. Das ist natürlich auch praktisch, dass ich die erste Fahrt im Gelenkbus um 18 Meter City Wide da habe ich auch gesehen, dass ich irgendwie, warum auch immer, dass nur 1024 mal 700 irgendwas 720 eingestellt war als Auflösung und nicht 1920 mal 1080. Die Frage ist, müssen wir uns jetzt links oder rechts halten, oder mittig? Da bekomme ich schon wieder richtig Lust, doch Fernbus-Simulator wieder mal anzuschmeißen. Allerdings müsste ich mir dafür noch mal ein paar mehr DLCs dazu holen, damit es ein bisschen, also Map-DLCs, damit auch ein bisschen mehr Spaß und Sinn macht, damit man ein bisschen mehr was zu fahren hat. Ist ja auch nice. Okay, ja. Die KI baut wieder Unfälle. Rums. Noch einer? Und rums. Und wow. Schön. Wir fliegen jetzt gerade wieder bei Discord. Aber die Hupe ist ein bisschen komisch, oder? Außen nicht. Das ist irgendwie so ein bisschen so eine Mischung aus Clownshupe und Zughupe. Ne. Hupe, Zugmakro, so eine Mischung irgendwie so ein bisschen. So, ich muss mich gleich links halten. Das heißt, ich sortiere mich schon mal ein. Hätte ich nicht gemusst, aber auch egal. Wir fahren ja auch das allererste Mal vom Depot. Ich glaube, man konnte schon vorher vom Depot dahin fahren, allerdings nicht aus Depot oder so. Aber es ist so gesehen die erste Fahrt vom Depot aus zum Flughafen Tegel. Ich weiß nur, was ich prinzipiell leiser machen sollte, so um weniger dann noch audiomäßig rumschnipseln zu müssen, aber das belasse ich jetzt erstmal dabei, das kann ich dann ja noch ein andermal machen. Ein bisschen mehr ausholen. Wir haben ja hinten noch ein bisschen mehr Bus als nur vorne. Knappes Ding. Knappes Ding. 7:12 Uhr sollen wir dort sein. Wir haben noch 7 Kilometer. Wir sind angeblich in der Zeit. Das bezweifle ich ja irgendwie. Der KI-Verkehr ist übrigens immer noch auf 100. Also ich bin immer noch auf, ja, Full KI-Verkehr. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich auch wieder nur rot fahren, was die Pünktlichkeit betrifft. Hier wird auch wahrscheinlich nochmal eine zwei Stelle zu kommen. Ich hätte auch mit der harten Bremse bremsen können, aber ich habe es mal sein gelassen.
habe auch eine Lenkkamera, okay. Ja, schon wieder so ein bisschen angefangen zu ruckeln, aber es. Ich sage nichts. Ich sage nichts. Bloß nichts. Bloß nichts Falsches jetzt sagen. Aber erstmal in der 30er-Zone reingerutscht. Ich muss schon sagen, so im Schnee zu fahren hat auch was. Normal wäre es ja eher Regen, aber da war ja, also das ist normal. Das, ja, gut, doch schon normal, kann man schon sagen, so. Niederschlag wäre so ungefähr 75% des Jahres, zumindest des Jahres hier in-game vom Bus Simulator. Ach, von The Bus höchstwahrscheinlich Niederschlag in Form von Regen. Und nicht Schnee, aber. So haben wir zumindest schon mal den Schnee. Oh Gott. Und irgendwann können wir dann ja per Sinkt fahren und dann. Haben wir vielleicht ja auch was anderes. Aber jetzt ist die Frage: Muss ich mich links einordnen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, Berlin ist doch schon eher mehr abbiegespurig orientiert. Als Metropole. Und Großstadt. Aber ich würde sagen, man. Also, gut, der Verkehr. Der KI-Verkehr, nicht der FAI-Verkehr. Ist ja auch auf 100. Aber aufgrund dessen wirkt es halt doch schon, dass es zumindest so in Stoßzeiten. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt, ob es schon Blitzer. Ich habe eigentlich doppelt S gedrückt, also damit ich halt die starke Bremse reinbekomme, aber okay. Scheinbar nicht. Mit 3 und mit 4 kommt man nach links und rechts gucken. Okay. Cool. Gut zu wissen. Ich hoffe mal, dass sich das mit der Betriebsfahrt automatisch schon ändert. Ich habe gerade für die Aufnahme noch mein PC einfach nochmal neu gestartet, einfach just in case, und habe dann wieder mal vergessen, mein Bot quasi wieder anzuschmeißen oder mein beziehungsweise Chatty, wo mein Bot-Account mit drin ist. Danke fürs Durchlassen. Hoppla. Wir haben noch 5 Kilometer bis fucking Alexanderplatz. Also ich frage mich, wie man bei 100% Verkehr überhaupt annähernd pünktlich sein will. Vor allem, wenn man ständig durch 30er-Zonen durchbrettert. Was heißt durchbrettert? Man brettert gar nicht durch, man darf nur 30 fahren. Aber man kommt halt immer wieder in 30er zu und die halt einen doch schon stark ausbremsen. Aber gut, wir waren ja. Die letzte Fahrt hat ja hier geendet. Und da wissen wir ja, hier haben wir noch eine weitere Bushaltestelle, die später noch hinzukommt. Da wissen wir, dass hier doch schon ordentlich Plattenbauten sind, wodurch die 30 Kilometer pro Stunde Begrenzung doch schon angemessen ist, aufgrund der potenziellen Kinder, die einfach auf der Straße rennen, weil ein Ball hingeflogen ist.
Oh, wieder 150, wunderbar. Aber auch schön, wie die Straße ja doch ein bisschen breiter wurde in der Kurve, dass man halt auch wirklich mit dem Gelenkbus da smooth durchkommt. Ohne Platzmangel. Ich wollte einen Retarder aktivieren. Ich weiß noch nicht mehr, wo der Retarder war. Ich weiß aber auch nicht mehr, wie man den deaktivieren konnte. Deswegen sollte ich lieber nicht mit den mit dem Wissen der Tastenkombinationen, die ich mir vor 23 Minuten durch. Alter. Ich habe stark gebremst. Ich war nur wieder nicht schnell genug, scheinbar. Also das Gute ist, noch sind wir in. Wobei. Jetzt kommen wir erst in Phase 3.0. Ne? Also noch sind wir in der ersten Phase. Noch gibt es nicht den Ökonomiemodus, den Wirtschaftsmodus. Von daher. Darf ich noch, auch wenn ich im realistischen Modus fahre, darf ich noch arcadisch fahren? Ich fahre aber auch echt wie jemand, der gerade frisch angefangen hat, ne? Also okay, wir dürfen sogar hier rechts fahren, okay. Wenn wir schon eine Busspur haben, dann fahren wir die auch. Weil dann B fahren wir die auch. Ich hab's nun halt nicht gemerkt, dass wir eine Busspur hatten. Okay. Ja. Die. Verengt sich, glaube ich, wieder. Oder. Ich glaube, ja. Dankeschön. Boah, sitzen nur zwei Leute drin. Cool. Aber ich muss schon sagen, so. Dass die KI, was das Vorlassen betrifft, also was das Reagieren auf den Blinker betrifft, doch schon ziemlich gut agiert. Wir ignorieren einfach. Wir sind in Phase 1.0. Wir fahren einfach mal arcadisch. Die Ankunft 7.12 Uhr, wir sind 4 Minuten zu spät und es ist immer noch grün. Und wir haben noch 3 Kilometer vor uns. Ich habe das Gefühl, wir 30 Minuten Fahrt hin und dann nochmal 30 Minuten Fahrt Strecke. Aber Schnee treiben, das ist halt schon echt geil. So, hoppala, das verengt sich jetzt hier wieder. Wunderbar. Dafür geht es wieder mit 50 Kilometer pro Stunde weiter. Wir sind jetzt schon bei Phase 1.9. Wir gehen einfach gleich nochmal kurz darauf ein, was uns in Phase. Also, wir sind im Update 1.9. Kann natürlich sein, dass danach und noch vor der Phase 2.0 nochmal ein Update 1.9.1 gibt oder so. Oder 1.9.1, was auch immer. Aber ich. Also mich würde wundern, wenn die Vorfahrt haben. Wenn ich ehrlich bin, von der Straßenführung her. Ja, wir können ja gleich nochmal. Alter, ihr habt Vorfahrt. Hallo? Okay, warum lobe ich eigentlich die KI? Kann mir das mal jemand erklären? Aber nee, also von dem Agieren auf Blinker ist die halt echt schon gut. Nur ich würde sagen, sie könnte noch besser auf das Spielerfahrzeug oder das fahrende Spielerfahrzeug agieren, wenn es nicht blinkt. Aber das kann natürlich auch sein, dass das Ganze integriert und implementiert wird,
in der Phase, in der Early Access Phase 3.0, wo dann ein verbessertes KI-System noch mit dazu kommt. Das kann natürlich sein. Ich habe immer noch eine Busspur. Oh. Ob wir jetzt auch ein extra Licht bekommen oder ob wir das irgendwie... Wir bekommen das sogar. Wie nice ist das denn? Allein dafür schon Daumen hoch, ey. So, wunderbar. Das ist geil. Also ich hätte gedacht, dass man das vielleicht manuell machen muss, aber gut. Vielleicht muss man das im MAN Line City Doppeldecker manuell machen. Vielleicht kann man das ja halt nur in den modernen Bussen. Oder muss man das in modernen Bussen nicht machen? Ist ja schon ein bisschen hypnotisierend mit dem Schneefall. Das wäre eine Busspur. Auf die Busspur. Ich weiß gar nicht, wo ich den Tempomat noch reingestellt habe. Wenn ich ehrlich bin. Okay, offenbar auf 53. Sehr schön. Ja, mit den Busspuren schon. Ja, schon praktisch. Aber die Busspur endet. Weiter. Wir sind immerhin schon fast da. Seitdem ich mich zurückgesetzt habe, ist es hier wieder ein bisschen unangenehmer. Ja, tolle Scheiße. So, dann fahren wir halt hier lang. Das Navi scheint sich gerade versuchen zu resetten. Endet hier, okay. Jetzt haben wir nur eine Spur. Also ich hätte mich nicht zurücksetzen dürfen. Seitdem ist es wieder anders unangenehm. Ja, hat auch nichts gebracht. Keine Ahnung. Irgendwie. Alles sehr, 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 sehr sus. Und weird. Besser gesagt. Eigentlich weird. Nicht sus, sondern weird. Oh Gott. Da war eine Ampel. Was halt auch Sinn ergibt, weil wir machen hier einen U-Turn. Und jetzt dürfen wir. So, bloß nicht zu sehr einlenken, dass es Ding, Ding, Ding macht. Spiegel.
schauen. Bisschen Ding hat's halt gemacht. Wie wäre das? F10 für alle Türen. Was ist F11? F11 war das. Das sind alle eingestellt. Da möchte ich mich vorne einstellen. Wir stehen noch Betriebsfall. Das ist natürlich auch, nicht super. Okay, es wäre sogar tatsächlich der Fahrmonitor per N. Aber ich sehe nichts. Hier passiert nichts. Oder ist es da oben? Nee. Aber genau. Aber da steht es zumindest. Okay. Kriegst du zum Flughafen. Den. Wollen wir mal. Den wollen wir mal zum Flughafen Tegel. Ankunft 7:12 Uhr. Ach, 10 Minuten Verspätung. Ist es noch pünktlich? Ah, jetzt sehen wir hier was. Linie 10. Wir haben sogar ein bisschen mehr Infos jetzt. Cool. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Also umspringt. Und die Audio-Dinger der Leute fehlt noch ein bisschen. Einzelfahrschein AB. Dasselbe nochmal. Die bekommt dann 7 wieder. Da wir es eilig haben, geht's weiter zur Spandauer Straße. Das Gute ist, wir haben erstmal auf dem Weg Richtung Flughafen Tegel erstmal Spandauer Straße, Marienkirche. Extra Bus, hier Dingsbums, ne? Zugewiesene Bus. Fahrbahn. Von und nach. 0:33 Uhr? Was ist. Oh, ah, ist das die Gültigkeit? Es ist, glaube ich, die Gültigkeit, oder? Die Gültigkeit des Einzelfahrscheins AB ist jetzt von 7:33 Uhr bis 9:33 Uhr gültig. Für 2 Stunden. Fahren wir uns mal ein Stückchen vor. Wir dürfen fahren, wunderbar. Alles schon nice, wenn es solche Busampeln an den Kreuzungen gibt, da haben wir dann halt schon wieder einen Vorteil gegenüber der KI. Wo wir dann halt wieder ein bisschen mehr Zeit gut machen können oder nicht allzu viel Zeit verlieren. Uiui. Jetzt wäre ich ja fast in die Casino-Einfahrt gefahren, ne? Wäre lustig geworden. Staatsoper. Dann hätten sie plötzlich im Casino einen Bus gehabt, einen Gelenkbus sogar noch.
aussteigen. Gut hörbar, wunderbar. Lassen wir mal Leute einsteigen. Aussteigen, die aussteigen wollten. Und fahren weiter zu unter den Linden. Also bei Nacht und mit der Beleuchtung und dann noch mit dem Schnee und so ist schon ein nices Feeling. Was dadurch überkommt. Friedrichstraße. Perfekt, wann noch eine. Sehr schön. Dann halten wir jetzt auch hier. Auch schön, wie halt immer noch Passagiere dort stehen, weil Leute dort rumstehen in Grüppchen und halt nicht mitfahren wollen. Ich wollte, glaube ich, gerade auch das Manöver machen wie der rote SUV. Der LKW. S- und U-Bahnhof Brandenburger Tor. Glaube ich, ein bisschen Zeit gut machen, glaube ich. Wobei wir sind immer bei über 18 Minuten, von daher glaube ich vielleicht doch nicht. Vielleicht sind wir immer noch super schlecht in der Zeit. Auf dem Auto da gerade. Auf dem Auto liegt Schnee. Auf dem parkenden Auto ist ja cool. Nices kleines Feature. Ach ja je. Okay, ohne Bling Bling. Also ohne Ding. Nicht ohne Bling Bling, ohne Ding Ding. Mit dem Gelenkbus hier durchgekommen. Nice. Ist natürlich schon echt viel Verkehr, ne? Ich glaube, ich schalte beim nächsten Mal runter auf 80. Vielleicht sind wir dann auch mal ein bisschen früher. Könnte man prinzipiell, wenn das Ganze dann so ein, wenn der Wirtschaftsmodus im Spiel ist, könnte man eventuell auch mal überlegen, eine Verspätungstabelle, wie sie auch in Schweizer World 2 ist, zu implementieren. Oder ist es wohl hinten welchem Taxi? Ist es ja. Damit er ja nicht überholt. Der Transporter. Habe ich mal das Manöver vollzogen. Aber ich würde schon was sagen. Wir können prinzipiell die KI bis zu dem Zeitpunkt ignorieren, dass die neue KI halt mit drin ist, weil würdest du jetzt sagen, okay, die KI ist da und dahin verbesserungswürdig, ganz so gut.
einen neuen KI-Code geben soll. Das Einzige, was sie halt trotzdem beibehalten sollten, ist, dass die KI auf das Blinken des Spielers reagiert. Schnee auf den Autos. Ist das auch in Fernbus-Simulator so? Weiß es einer von euch? Charité. Beziehungsweise erstmal Charité, Campus Mitte. Campus Mitte. Aber da kommen wir auch noch hin. Und deshalb manche KI-Fahrzeuge gar nicht das Licht anhaben und manche. Und dann halt plötzlich welche schon. Ganz schön viele Raudis unterwegs hier in Berlin. Den ersten habe ich nicht erwischt, aber den zweiten auf jeden Fall. Robert Koch Platz. Ist ja auch eng hier. Kann man nicht anders sagen. Einzelfahrschein AB. Interessante Straßenführung da auf der Straßentextur. Das war heute eigentlich bisher alle nur mit dem Fahrschein, einem Einzelfahrschein AB fahren. So, aber hier noch. Zum Invalidenpark. Oh. Hoppla. Die war. Dieses andere Knallorange. Hauptbahnhof. Das ist schon mal Hauptbahnhof, okay. Ja, ich würde da gerne hier auf die Dedicated Bus
Da sind wir dann ja jetzt auch drauf. Ich bin ja gespannt, ob die Animation der Passagiere oder der euch noch ein bisschen geändert wird. Dass sie nicht ganz so aus dem Bus leiden. Aber fix ist, wird das jede Menge geben. So, ein Schauer muss ausgestiegen. Der Info, das ist mein Hauptbahnhof. Ich muss mich echt mal ein bisschen mehr mit dem Liniennetz in Berlin beschäftigen. Wenn ich schon The Bus fahre und spiele. Hätte ich vielleicht schon vorher machen sollen. Bevor The Bus in den Early Access kam, aber Gott. Fahren wir verengen, alles klar. Es wird auch super interessant dann noch, wenn hier KI-Trams, also KI-Straßenbahnen. Implementiert werden. Das wird auch nochmal geil. Wie gesagt, ich hoffe dann mal, dass die Straßenbahnen und Schienen dann auch noch eine leichte Collision Box bekommen. Aber bis dahin sind ja noch ein paar Updates und Early Access Phasen, die uns mit neuem Content und neuen Fixes begeistern werden. Platz. Zum Abbiegen. Spur. Noch ein Kilometer bis zur Turmstraße, alles klar. Da haben wir schon was vor uns, bis wir die nächsten Passagiere wieder rauslassen. U-Bahnhof Turmstraße. Sind eigentlich irgendwie verrückt. Ja. 7.30 Uhr hätten wir da sein sollen. Minimaler Verspätung. So viel Verspätung habe ich nicht mal in Train Simulator 2 zum Teil. Also, das heißt in Zeit bisher glaube ich definitiv noch nicht. Es wird auch längere Zeit zu bleiben. Interessante Lackierung. Auto mit dem blauen Perleffekt oder Magenta. Ah, schon ein bisschen mehr tun als Magenta, würde ich behaupten. Wobei vielleicht doch Magenta könnte passen. Jetzt eine Rechts-Links-Kombination hier fahren müssen. Thank you.
Wie das Auto, der Auto, wie der Bus auch noch hier von der Bordsteinkante slidet. Auch lustig. Danke, Medics-Fahrer. Wofür Medics wohl stehen soll? Aber Medics ist auch ein cooler, eine coole Adaption von FedEx. Aber wir haben wieder unser eigenes Licht, aber das bringt uns nichts, weil wir der nächste Stau auf uns war. Wobei, ja doch. Ja, hat sich ein bisschen aufgelöst, der Stau. Aber schon nice, ich glaube. Weiß gar nicht, sind wir nicht sogar mal im Herbst gefahren oder so? In der letzten Fahrt. Die letzte Fahrt war ja herbstlich, ne? Ach ja. Wir sind aber gespannt, wie das dann bei den anderen Wetter Voreinstellungen ist. Vor allem jetzt so zu dieser Jahreszeit. Die nächste Fahrt wird ja höchstwahrscheinlich auch im November stattfinden. Ach. November, genau, wir haben November. Good call, good call. Natürlich meine ich im Februar, Mitte Februar wird es dann wahrscheinlich die nächste sein. Oder Anfang Mitte Februar. Also. Der Anfang von Mitte Februar sozusagen. Mhm. 600 Meter zur Turmstraße, Beusselstraße. Bin ja mal gespannt, also nicht ob dass das so sein wird, wissen wir ja. Aber ich bin ja mal gespannt, wie sich so der Turmstraße, Beusselstraße, die Mods und so, die dann entwickelt werden, entwickelt werden, so wie, was es da für eine Masse und was für eine Breite an Ideen gibt, um zum einen The Bus und das Fahren in The Bus noch ein bisschen verrückter zu machen, aber ich glaube größtenteils wird es halt eher, weiß ich nicht, realistischer, vielleicht auch per Mapping modernisierter. Wir sind ja im Jahre 2018, spielt das ganze Jahr, vielleicht, wir sind ja in Berlin von 2018, vielleicht gibt es da irgendwie Mapper, die sich dann zusammenschließen und dann Berlin darstellen, wie es in 2021, 2022 ist. Was auch cool werden könnte, sofern das nicht selbst integriert wird von TML Studio. Das prinzipiell, das Know-how hätten sie ja prinzipiell, aber ich glaube auch einige Mapper einige Modder können mir vorstellen, dass die auch Mods machen mit Baustellen, so dass die ja, dass die abwechslungsreich und random quasi auftauchen in unterschiedlicher Form. Das könnte auch gut werden und gut sein und nice werden.
Entwicklung, gab es nicht jetzt Untertitel-Support für Dings, für das Gequatsche, was die Fahrgäste machen? Wenn ja, dann wird es das im nächsten Video. Ich werde jetzt nochmal zwischendurch noch hier rumbasteln. Im wahrsten Sinne des Wortes im Erdboden versinken. Ob das ein Vorscham ist oder nicht, wissen wir nicht. Aber vielleicht erfahren wir das ja noch. Ich hab gehofft, noch ausweichen zu können. Ich hab da. Ich glaube, das ist eher so für uns, wenn wir hier halten würden oder so. Weil es könnte auch eine Abbiegerspur werden. Wenn man in die. Wie viel Straße will? Eins von beiden. Ich denke mal eher wie viel. S-Bahnhof Beusselstraße. Schwer zu sagen aufgrund der verschneiten Straßenschilder. Sehr schön. Ah, ich erinnere mich dran. Wir sind ja gleich wir nähern uns dem Flughafen Tegel. Krass, wie sehr eigentlich dran erinnern kann. Das wäre jetzt auch geil. Aber diese Brücke erinnert mich, dass wir nicht mehr allzu weit entfernt sind. Die Brücke ist aber halt auch charakteristisch, ne? Kilometer fahren, okay. Ja, okay. Tanken und so weiter. Das wir auch mal machen müssen, können wir uns vorstellen. Vielleicht gibt es auf dem Depot auch noch eine Waschanlage und so. Also, ich sag mal so, es gibt super viele Möglichkeiten. Also das Spiel bietet super viele Möglichkeiten, wohin es sich entwickeln kann. So die Grundbasis ist schon sehr strong. Richtig verstehe. Buchholzweg.
Wird aber auch echt langsam hier die Taxe. Wird ja wieder ein bisschen enger hier. Weil wir halten auch hier nicht an allzu vielen Haltestellen. Da werden bestimmt noch jede Menge nochmal integriert, wenn es dann neue Linien gibt. Vielleicht kann man die also sogar schon im Editor hinzufügen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit dem Editor ja bisher noch 0,0 beschäftigt. Und dann sind wir auch schon und fahren dann ja schon zu unserem letzten Halt. Und wenn 2 Kilometer erreichen, den Flughafen Tegel, den wir mit einer saftigen Verspätung erreichen werden. Nicht rechts im Ordnen, da parken Autos. Sich da einzuordnen wäre unter Umständen fatal. Aber interessant, wie die KI halt auch penetrant zu schnell fährt. Die fällt auch dazu ein, ne? Tegel. Ja, ich muss schon sagen, performancemäßig ist sie schon deutlich besser als die Fahrt im Update 1.8. Ignoriert einfach mal den Fahrstil auf dem Galax. Danke, Leck. Bin ich richtig? Ich glaube, ich muss nach unten. Ich bin richtig.
schon, wie viele Menschen sind. Das bei den. Ja, die Fahrbahnen sehen sehr verschneit aus. Ich muss sagen, in dem Sinne. Genau, ich wollte. Soll ich nochmal nachschauen? Ich glaube, was uns erwartet in der nächsten Phase, ne? Aber. Machen wir ein andermal. Wenn es dann zur nächsten Phase, wenn die nächste Phase dann bevorsteht. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Sebastian-Video gefallen und ich hoffe, es hier im nächsten Video wieder.